Wenn wir an stille Zeit denken, dann denken wir meistens vor allem an zwei Dinge: Bibellesen und Gebet. Woran wir selten denken, ist das Singen. Zumindest kann ich für mich sagen, dass ich die stille Zeit irgendwie nicht so sehr mit Singen verbinde. Ja, Singen, das ist doch etwas, was man gemeinsam tut, wenn man in der Gemeinde zusammenkommt oder im Hauskreis. Aber alleine singen für Gott? Ist das nicht ein bisschen seltsam, denkst du dir jetzt vielleicht? Ich würde sagen, nein, das ist überhaupt nicht seltsam. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, die Beziehung zu Gott zu stärken. Ähnlich wie beim gesprochenen und beim geschriebenen Gebet liegt ja gerade darin das Besondere, dass es bei der stillen Zeit nur zwischen mir und Gott passiert. Ja, das sind keine Menschen um mich herum, die ich mit meiner Stimme irgendwie beeindrucken könnte. Oder umgekehrt, da sind keine Menschen, wo ich mir Sorgen machen muss, dass sie durch meine Stimme irgendwie gestört werden. Ja, egal, ob ich eine gute oder eine weniger gute Singstimme habe, wenn ich ganz alleine bin, dann spielt das überhaupt keine Rolle. Denn Gott freut sich über mein Lied, wenn es ehrlich von Herzen kommt. Ich habe da selbst die Erfahrung gemacht, dass es bei meinen Gebetsspaziergängen immer wieder Momente gab, wo mir auf einmal danach war, einfach jetzt zu singen. Da fiel mir ein Lied ein und ich habe angefangen zu singen. Und das Spannende ist, dass da wirklich diese Stille um einen herum ist und man ist da so in der Natur zum Beispiel und singt dieses Lied ganz allein für Gott. Und was ich bemerkt habe, ist, dass ich in diesen Momenten auch noch mal ein viel tieferes Bewusstsein für den Liedtext entwickelt habe. Ich persönlich bin in der Gemeinde ziemlich oft im Lobpreis, im musikalischen Lobpreis involviert. Ich spiele Keyboard, ich singe mit. Und da muss ich ehrlich sein, da passiert es auch schon immer wieder mal, dass man sich auf so viele Dinge gleichzeitig konzentrieren muss, dass manchmal für einen selbst diese Botschaft des Liedes als Musiker so ein bisschen auch ein Stück weit in den Hintergrund tritt. Aber wenn ich dann auf dem Feld draußen unterwegs bin und mein Lied singe, ganz ohne Instrumente, dann fällt dieses ganze Drumherum für einen Moment mal weg. Und ich empfinde das als einen sehr, sehr schönen Kontrast zu dem Lobpreis, den ich sonst in der Gemeinschaft, in der Gemeinde erlebe, der auch wunderbar ist. Ja, der Hauptfokus liegt biblisch gesehen sogar klar auf dem gemeinsamen Singen. Die meisten Psalmen sind so geschrieben, dass sie zum gemeinsamen Lob auffordern. Aber eben auch nicht alle Psalmen. In manchen Psalmen finden wir diese Aufforderung nicht. Sind auch nicht für den Gottesdienst im Tempel gedacht, sondern es sind private Momente zwischen dem Psalmisten und Gott. Und so glaube ich, dass auch wir diese Chance des privaten Lobpreises nicht übersehen sollten. Ja, beim Lobpreis richten wir unsere Gedanken auf Gott aus. Wir besingen ihn für das, was er ist. Für den, der er ist. Und das verändert auch unseren Blick auf unsere Gebetsanliegen und Nöte. Denn wenn wir die Größe Gottes in den Fokus nehmen, dann werden unsere Sorgen automatisch ein ganzes Stück kleiner. Und oft lässt sich das besser in einem Lied ausdrücken als in dem einen oder anderen ganz trocken gesprochenen Satz. Gott hat die Musik ja nicht aus Versehen geschaffen, sondern er hat sie bewusst erschaffen. Und der höchste Zweck der Musik ist immer der, dass Gott angebetet wird. Dass derjenige angebetet wird, der die Musik überhaupt geschaffen hat. Und deswegen will ich dich ermutigen, probier es doch mal einfach aus. Ja? Fang doch mal zum Beispiel an mit dem Lied Bleibend ist deine Treu. Das eignet sich wunderbar, um es a cappella zu singen. Oder Du großer Gott. Und es gibt ja unzählige wunderbare Lieder, die man einfach mal so lossingen kann, wo der ganze Liedtext vielleicht sogar auswendig im Kopf ist. Und natürlich kannst du dir auch ein Instrument zur Hand nehmen oder auf Spotify Lobpreislieder anmachen und mitsingen. Die Möglichkeiten sind ja da. Wir müssen sie nur sehen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen gesegneten Tag.